Der FSV Zwickau hat am vergangenen Samstag gezeigt, dass er noch siegen kann. Im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Waldhof Mannheim konnten sich die Schwäne mit 3:1 durchsetzen. Diesen positiven Schwung möchten sie nun auch mit ins morgige Pokalspiel gegen den ersten FC Lokomotive Leipzig nehmen. Dann heißt es um 19 Uhr kämpfen und bestenfalls siegen, um den Einzug ins Finale zu schaffen. Im Vorfeld dieser Begegnung gab es heute ein Pressegespräch in der GGZ-Arena. Schieben wir mal kurz den Liga-Alltag beiseite und blicken auf den Wermelskunder Sachsen-Pokal. Da sind wir morgen Abend zu Gast im Halbfinale beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Ja, und dann schauen wir mal, was er für Fragen mitgebracht hat, die wir dann euch auch hier vorne beantworten können. Bitte schön. Die erste geht an den Trainer. Wie habt ihr euch auf den Gegner vorbereitet? Was habt ihr im Lok gesehen? Hallo erstmal auch von meiner Seite aus. Ja, natürlich immer ein bisschen schwieriger, dann eben auch Videomaterial von Mannschaften zu bekommen, wo in der Regel nichts aufgenommen wird über diverse Plattformen. Trotzdem ist es uns möglich gewesen, da auch ein Spiel von Lok Leipzig zu bekommen. Ich persönlich war zweimal vor Ort, habe sie mir zweimal angeschaut und konnte mir da schon ein recht ordentliches Bild von ihnen machen. Und es ist eine sehr, sehr, sehr gestandene Regionalliga-Mannschaft, das muss man sagen. Sie haben alles, was man auch eben in dieser Liga braucht. Sie haben gute Fußballer im Mittelfeld, sie haben viel Tempo auf den Außen und halt mit Jamal Ziane, einem klassischen Neuner, der halt auch seine Tore macht. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für uns. Trotzdem sind wir gewillt, dieses Spiel ganz klar für uns zu entscheiden und ins Finale einzuziehen. Das ist ja immer die obligatorische Frage, wer steht euch vom Kader zur Verfügung bzw. wer nicht? Ja, das letzte Spiel gegen Mannheim ist ja noch nicht so lange her. Da hatten wir schon auch den einen oder anderen, der was davongetragen hat. Wir haben jetzt heute Nachmittag Training und es zeichnet sich schon ab, dass wir nicht die gleichen Jungs berufen werden können für den Kader, sodass wir da auch wieder Positionen tauschen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen werden. Wie lief es jetzt ab nach dem Samstag? Habt ihr den Sonntag frei gehabt? Heute ist Montag. Habt ihr überhaupt schon mal trainiert oder durchtrainiert? Ja, wenn die Spiele so dicht aufeinander folgen, dann ist natürlich die aktive Regeneration das Gebot der Stunde. Und das haben wir eben auch gestern gemacht. Wir haben das Spiel analysiert und natürlich ist es immer einfach, Spiele, die man gewinnt, dann auch dann nochmal der Mannschaft zu zeigen. Dann ging es in die aktive Regeneration, hauptsächlich für die meisten Spieler. Heute wird es nochmal eine erweiterte Regeneration geben. Wir werden, wie gesagt, die Vorbereitung auf Lok vornehmen, werden den Jungs ein paar Videoszenen zeigen, ein paar Möglichkeiten, wie wir sie vielleicht knacken können. Und dann werden wir auf den Platz auch gehen, aber eben alles im moderaten Bereich. Vielleicht bei den Nico gefragt. Nico, ihr habt sicher euren Heimsieg gefeiert, habt quasi ja gesagt, dass jetzt im Keller noch Licht brennt und hier werden noch nicht abgeschrieben sind, was schön ist. Und wie ist das Gefühl so bei euch in der Mannschaft? Ich habe jetzt klar erstmal den Pokal vor der Nase, aber da kann man ja auch einiges mitnehmen nach dem Heimsieg für den Pokal. Habt ihr euch da so abgesprochen in die Richtung? Natürlich nach einem guten Sieg, wo wir gut gespielt ist ein gutes Gefühl, aber eine gute Trainerin, wenn ich war jung, hat gesagt, ein Sieg dauert nur 2 Tage und dann ist es weg. Jetzt geht das nächste Spiel und wir müssen die Momentum nehmen von dem Spiel, von unserer guten Leistung, das wir auf den Platz gebracht haben, und das nehmen in den Pokal und weiterzukommen. Das ist das klare Ziel, zum Finale zu gehen. Gibt keine andere Option. Es war ja wirklich so, wenn ihr die Chance habt, Bami ist zweimal durchgegangen, es war einfach genial. Also ihr könnt Tore schießen. Natürlich können wir Tore schießen. Wir haben gute Spieler. Du siehst, wie wir spielen gegen Osnabrück. Ich glaube, ihr habt auch eine Leistung gebracht, wo wir hatten viele tolle Möglichkeiten und klare Möglichkeiten. Nicht nur lange Schuss oder was, aber es war, du siehst, dass wir können richtig gut Fußball kicken. Wir haben gute Spieler da vorne. Baumi, Johann, Noel, auch die Außenverteidigungsfaktor, Lenny oder Butzi oder Shani. Wir haben viele gute Spieler in der Mannschaft.
Vielleicht noch eine Frage, haben dir die Zwickauer erzählt, wie wichtig dieser Pokal für uns ist? Sie muss das nicht erzählen. Ich sehe das, ich habe das Gefühl, ich gehe aus in die Stadt, ich habe mit ein paar Fans getroffen, sie hat auch zu mir gesagt, wie wichtig das ist, nicht nur für die Fans, aber für die ganze Stadt und auch für uns. Wir wollen das für die Stadt und für die Fans bringen, wegen euch sind da immer Unterstützung in guter Zeit und in schlechter Zeit. Immer da, immer da.